Das ist sie, die eierlegende Wollmilchsau. Ein Staubsaugroboter, der wirklich alle Kriterien erfüllt. Oft muss man wirklich Kompromisse eingehen, aber hier ist wirklich alles an Technik bereits drin. Ein großer Tank, Kartenerstellung, die auch gespeichert werden. Deutsche Sprache, kein Chaos, Reinigungsprinzip, sondern komplett durchgeplant. Alexa und Google steuerbar. Drei verschiedene Reinigungsmodis, auch drei verschiedene Stärken und Lautstärken, in denen wir saugen können. Das Ding kann wischen, wir können No-Go-Areas einzeichnen, ohne dieses blöde Magnetband zu verlegen. Eine Fernbedienung, deutsche App, die auch funktioniert. Lasererkennung, Energieklasse A++++ und wirklich noch ein paar Features mehr. Und das checken wir jetzt gemeinsam nach dem Intro. In meinen Augen der aktuell beste und bestausgestattete Staubsaugerroboter auf dem Markt. Ab geht's! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Paul Krammer vom Videocheck und das ist der Zigma Spark. Ein Staubsaugerroboter, der wirklich alle Features mit drin hat. Der Staubsauger kostet 379 auf Amazon. Wenn ich finde, packe ich euch einen Gutscheincode noch unter dem Video mit in die Infobox mit rein. Und der ist wirklich der Hammer. Ich habe ja schon einige getestet, aber von diesem Teil bin ich wirklich fasziniert. Alleine schon, wenn man den anschaltet, man kann verschiedene Sprachen einstellen und auch seine eigenen Texte raussprechen. Ich habe hier über 35 verschiedene eigene Sprachinterpretationen jetzt draufgesprochen und das hört sich dann so an. Nun geht's los, ich putz deine Bude. Also das Ding ist wirklich geil. Schauen wir uns mal ganz kurz den Moment. Okay, schauen wir uns mal kurz den Lieferumfang an, bevor wir uns die einzelnen Funktionen, was er alles kann, reinziehen. Ich ziehe das nicht unnötig in die Länge, ich versuche es natürlich so schnell wie möglich hintereinander wegzurattern, denn eure Zeit ist auch Geld. Zum einen dabei ist einmal der Wassertank, wir können damit auch wischen, persönlich halte ich da nichts von, können wir nachher vielleicht noch einmal kurz mit antesten, aber ich bin kein Freund von diesen Dingen, was viel zu umständlich ist. Weil in derselben Zeit hat man das Ganze auch von Hand mit weniger Aufwand schon fertig bekommen. Mit dabei sind noch zwei Ersatzreinigungsbesen, links und rechts. Dann natürlich einmal so ein Reinigungstool, womit wir einfacher unten unsere Bürste von Frauenhaaren und so weiter reinigen können. Und natürlich nochmal ein Ersatz-HEPA-Filter. Das Ganze ist natürlich auch nochmal hier im Staubsauger bereits verbaut. Sämtliche Ersatzteile kann man selbstverständlich noch nachbestellen. Also da ist die Versorgungslücke nicht irgendwie nachher unterbrochen. Der Staubsauger wird geliefert mit einer Ladestation. Die findet ihr auch automatisch wieder und zeichnet die später in der Karte mit ein, die aufgezeichnet ist. So muss er nicht kreuz und quer durch die Bude fahren, bis er irgendwo ein Infrarotsignal von diesem Gerät bekommt, sondern weiß vorher schon, wo steht die Kiste und wie muss ich da anfahren. Das Ganze einfach in die Steckdose gesteckt, die Station auf den Boden hingestellt und da fährt er automatisch nachher auch rein zum Aufladen. Ganz wichtig ist die zu reinigende Fläche zu groß und schafft er es nicht auf einmal. Er schafft ca. 90 bis 110 Quadratmeter auf einmal, fährt er in die Station rein und macht da nachher weiter, wo er aufgehört hat und fährt dann wieder automatisch in die Station rein. Der Staubsauger selbst hat ein schönes, schlichtes Design. Obendrauf sehen wir unseren Laserkopf, da dreht sich die innere Einheit nachher und misst den Raum aus. Das hilft auf jeden Fall bei der Optimierung der Reinigung. Hier haben wir die Tasten, einmal die Home-Taste, dass er wieder zurück in die Station fährt und die On- und Off-Taste, die auch als Starttaste dient. Für die Leute, die sich nicht gerne bücken, gibt es auch eine Fernbedienung mit dabei, wo man auch die einzelnen Modis einstellen kann. Wir haben hier die Home-Taste, wir können das ganze Gerät auch fernsteuern wie ein ferngesteuertes Auto, um ihn zum Beispiel zu gewissen Orten hinzubringen. Wir können hier auch die Stärke einstellen und natürlich auch den Modus bzw. die Spot-Saugung. Vorne haben wir hier unseren Kontaktschalter, das heißt, fährt er irgendwo gegen, dann schaltet er aus, er hat aber zusätzlich auch nochmal Sensoren drin. Hier hinten sehen wir unseren Schmutzbehälter, den können wir einfach nach hinten rausziehen, das ist auf jeden Fall praktisch. Denn manche Roboter muss man erst umständlich vom Boden aufheben, dann unten den Deckel aufmachen, den Staubbehälter rausnehmen und da fällt dann immer schon die Hälfte raus und das hat man hier auf jeden Fall nicht. Was haben wir bis jetzt gereinigt? Wir haben diese 9 Quadratmeter gereinigt. Er braucht pro Quadratmeter rund eine Minute zum Reinigen. Er macht das auch sehr gründlich, aber auch nicht nach dem Chaosprinzip. Er fährt nicht erst nach links, nach rechts, sondern er misst das wirklich aus und fährt seine Bahn und macht dann eine sinnvolle Reinigung raus. Aber schauen wir mal, was er von diesen 8 Quadratmetern an Dreck gesammelt hat. So, wir drücken einfach unseren Reinigungsbehälter nach vorne und dann können wir das Ganze hier einmal auskippen. Zusätzlich können wir unseren Pollenfilter natürlich auch nochmal einmal reinigen. Und wir sehen, das ist so eine Mischung aus Lennox, also Hundehaaren, und Dreck und Staub und irgendwelchen anderen Sachen.
Normaler Staubsauger saugt ja nur und dadurch, dass das Ding natürlich unten eine Bürste hat und vorne nochmal zwei Kehrbürsten, wird das natürlich richtig aus dem Teppich rausgeholt. Und ich finde das auf jeden Fall enorm. Wir können das gleich nochmal checken, wie viel er so aufnimmt und verschmutzen den Raum da vorne. Aber ich finde das in meinen Augen, das ist der Hammer, oder? Was schön ist, wir können ihn auch ohne Station laden. Wir können hier den Stecker an der Seite reinstecken. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat nicht jeder. Das heißt, ist die Station mal kaputt und müssen wir irgendwas überbrücken? Oder haben wir nochmal ein zweites Ladegerät? Dann können wir das Ganze natürlich auch hier direkt verbinden. Wir haben hier nochmal einen On- und Off-Schalter. Die Unterseite ist interessant. Wir haben zwei Bürsten. Es gibt Modelle mit nur einer Bürste. Das funktioniert teilweise, aber ich bin eher so ein Verfechter der beiden Bürsten. Er fällt auch nicht die Treppe runter. Wir haben überall unsere Sensoren, die messen, ob er sich gerade über den Abgrund befindet. Er ist einer der wenigen Saugroboter. Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren, die auch weit über den Abgrund drüber wegfahren. Also wie noch auf jeden Fall, der Roboter ist hier teilweise schon mit 3 bis 5 Zentimetern über den Abgrund drüber hinweg. Und somit hat man auch immer schön die Kanten sauber. Also das ist richtig phänomenal. Wir können jetzt hier auch die Saugleistung ändern. Also das ist jetzt volle Kraft. Das sind dann diese Sprachen, die man dann selber einstellen kann. Das finde ich mega cool. Natürlich können wir auch auf Flüster leise. Das ist der erste Staubsauger, der so weit über die Kante rüberfährt, dass auch die Kante wirklich richtig schön sauber gebürstet ist. Diese Bürsten sorgen dafür, dass der Dreck natürlich auch in der Mitte ankommt und dass der Teppich ausgebürstet wird. Wir haben hier nochmal eine vierte, die sieht man kaum, Zusatzbürste. Die sorgt dafür, dass der Antrieb nicht verstopft und dass hier unten keine Haare drin hängen bleiben, weil es kommt oft vor bei Langhaarigen, dass man dann halt Probleme mit diesen Bürsten gerade hat. Der Staubsauger selbst hat eine Höhe von 9 cm inklusive Gefechtsturm und hier unter unsere Reifen, die bringen ihn auf eine Höhe von bis zu 5 bis 6 cm, sodass man auch über größere Hindernisse drüber hinwegkommt und über Hochflorteppiche. Unten sitzt unsere Bürste, die können wir natürlich rausnehmen zum Warten oder zum Tauschen, um eine neue zu kaufen oder um die Haare rauszufriemeln. Und das funktioniert auch alles wunderbar. Hier ist auch nochmal eine extra Gummilippe mit eingearbeitet. Da schlummert er jetzt in seiner Station. Ich zeige euch mal, wie man den Staubsauger starten kann. Alexa, Putzfrau starten. Nun geht's los, ich putze deine Bude. Marder 1, Marder 2, bitte komm, ich fahre zurück zur Basis. Steuerbar über die Handy-App, über die Fernbedienung oder halt direkt am Robi. Wir können ja gleich mal gucken, wie er hier sauber macht. Also auf jeden Fall ein logisches Reinigungsbild. Er fährt erstmal grob raus und fängt jetzt an, den Raum sauber zu machen. Die Karten speichert er ein. Er zeichnet sich ein, wo er langgefahren ist. Auf der Karte sieht man auch anhand der Schmutzflecke, wie verunreinigt das Ganze ist. Und auf jeden Fall fährt er nach seinem eigenen System. Macht jetzt quasi erstmal im Büro den Rand und füllt dann den Innenraum aus. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie schnell er zur Basis zurückfährt. Also er weiß genau, wo er ist. Dreht sich dementsprechend, ohne lange zu suchen, ohne lange im Raum herumzufahren. Zum Schluss macht er ein bisschen langsamer, damit er genau in seine Aufladestation reinkommt. Und zack, ist er drin. Er speichert die Karten. Es lassen sich die No-Go-Areas einzeichnen. Er macht ein logisches Reinigungssystem, macht wirklich die komplette Bude richtig gut sauber und ist wirklich einfach einzurichten. Die App runterladen, die ist in Deutsch, einmal den QR-Code scannen und schon kann man das Ganze in das häusliche WLAN mit einbauen. Wir können auch vorprogrammierte Zeiten einbauen, wie er starten soll. Und es lässt sich halt im Smart Home mit einbauen. Das heißt, verlassen wir das Haus, machen zum Beispiel das Licht aus, dann startet er oder wir haben eine gewisse Uhrzeit, wo das Gerät startet. Also ein richtig smartes Teil. Ich würde sagen, gucken wir mal, was er so kann. Machen wir hier mal ein bisschen dreckig. Ich denke, man kann das ganz gut sehen. Nun geht's los, ich putze deine Bude. So, ich denke, wir können eindrucksvoll sehen, dass er eine sehr gute Saugleistung hat und sich den Dreck wirklich reinzieht. Viele haben da oft Probleme mit. Das sind so Tabakreste und Krümel. Die bleiben natürlich gerne im Teppich hängen. Und viele haben natürlich Probleme damit, dieses da rauszusaugen. Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn? Also ein Reinigungsgang und die ganzen Dinger sind weg und das bei Teppich. Damit bin ich definitiv super zufrieden.
Ich spare mir das jetzt, dass ich hier stundenlang zeige, wie er durch die Gegend fährt. Das kann sich jeder denken. Ich kann das hier nochmal im Schnelldurchlauf abspielen. Das ist dann quasi die Live-Karte mit 10-facher, 20-facher Geschwindigkeit. Also ein Quadratmeter ungefähr pro Minute schafft er. Und er lässt sich Zeit. Er ist aber auch relativ flott. Er ist auch relativ flott wieder in der Station. Er weiß immer genau, wo seine Station ist. Die ist auch auf der Karte mit eingezeichnet. Und das ist der Punkt, wo die meisten Roboter ihre Probleme mit haben. Man kann auch verschiedene Räume einstellen. Zum Beispiel sagen, ich setze ihn jetzt in einen anderen Raum. Der hat eine andere Karte und da sind andere No-Go-Areas drin. Die möchte ich natürlich beibehalten und kann dann sagen, jetzt setze ich dich oben. Zum Beispiel in den ersten Stock. Und dann weiß er Bescheid, was da Sache ist. Ist keine Ladestation vorhanden, fährt er an den Punkt zurück, wo er gestartet ist. Und in meinen Augen Top-Gerät. Ich würde sagen, da fehlt eigentlich nur noch der Wischermodus, ob der funktioniert. Der Wischertank wird da eingesetzt, wo der Staubsaugerbeutel bzw. Kasten drin sitzt. Vorher sollten wir das einmal mit Wasser auffüllen. Staubbehälter raus. Und schon haben wir unseren Staubsauger umgerüstet in einen Nasssauger bzw. automatischen Bodenwischer. Er kennt automatisch, was hier für ein Gerät drin ist. Wir haben hier elektrische Kontakte. Demnach ändert er seine Arbeitsweise. Ganz wichtig, maximal 300 Milliliter Wasser einfüllen. So, jetzt müsst ihr automatisch erkennen, dass gewischt wird und demnach müsste auch meine Sprachansage raushauen, die Bude wird gewischt. Jetzt wird die Bude gewischt. Ja, also das funktioniert schon mal. Er hat das erkannt. Ich mach die Pause. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz ins Privathaus und gucken, wie das ganze Ding wischt. Ich glaube, das Klopapier bringe ich vorher in Sicherheit. Und jetzt wischt er. Ja, er macht jetzt erstmal die ganzen Kanten hier. Aber der Boden ist, also feucht ist der Boden, leicht klamm ist der. So wie nach dem Wischen halt. Was macht er jetzt? Jetzt fährt er vorwärts und rückwärts. Erwischt. Aber das schafft er definitiv nicht mehr die vollen Quadratmeter. Also nicht mehr die 110. Mit Wischen schätze ich mal 40, 50 Quadratmeter. Also die Bürste läuft trotzdem. Der sammelt auch den Dreck ab. Man sieht auch, dass der Fußboden dahinter feucht ist. Danke, ich mache Pause. Also ich bin auf jeden Fall echt erstaunt, wie er das macht. Meine Frau hat gestern sauber gemacht und Robi hat noch besser sauber gemacht. Ziehen wir mal den Tank raus, gucken wir uns das mal an. Ob jetzt auch irgendwie Dreckbrühe oder sowas drin ist. Wir sehen, wir haben hier den Trockentank und hier landen tatsächlich die trockenen Sachen rein. Und hinten wischt er feucht nach. Also das Wasser wird nicht dreckig. Aber trotzdem bleibe ich bei der Meinung, das Wischen mit der Hand in meinen Augen einfacher ist. Das Saugen ist eine super Arbeitserleichterung, das macht er wirklich top. Aber der Aufwand wäre mir zu groß. In derselben Zeit habe ich einen Lappen bzw. einen Schrubber und ein Handtuch und dann kann ich das hier mal feucht durchwischen und dann ist es genauso schnell. Klar, für große Flächen okay, aber muss jeder selber wissen. Kommen wir also zum Fazit, ob man saugen oder wischen will. Das Ding funktioniert sehr gut. Es hat alle erdenklichen Features, die man sich so vorstellen kann. Meist hat der eine Roboter nur das eine, dann fehlt das andere. Wir haben hier, wie gesagt, unsere Sektoren, die wir ausgrenzen können, oder No-Go-Areas. Wir haben hier eine Karte, die gespeichert wird. Wir können auf verschiedene Gebäudepläne quasi zugreifen. Eine deutsche App, die super funktioniert. Und einen Staubsauger, der preis-leistungsmäßig wirklich top ist und der sogar noch wischen kann. Vor allen Dingen, wir haben zwei Arme. Ich kann das Teil bedenkenlos empfehlen. Link davon habe ich euch unter dem Video in die Infobox mit reingepackt. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen. Macht's gut. So, jetzt haben wir jemanden, der deine Haare wegsaugt, ne? Ciao.